So, herzlich willkommen zum digitalen Sofa on Tour, heute aus München. Und zu Gast bei mir ist Selina Gabert von LinkedIn, Deutschland, Österreich, Schweiz, Dach, mit dem Headquarter hier in München. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Wir sprechen heute über LinkedIn, über vielleicht noch ein bisschen die Geschichte von LinkedIn und was ihr so alles treibt. Und ich muss mich direkt vorher outen, ich bin ein LinkedIn-Fanboy. Aber trotzdem, ich denke, wir werden einfach die verschiedenen Aspekte werden wir adressieren. Aber vielleicht fangen wir wie immer mal ein bisschen an, so ein bisschen, was hast du vorher gemacht, wo kommst du her, was ist deine Heritage, warum bist du jetzt bei LinkedIn und warum machst du das, was du machst? Fang doch mal vorne an. Ja, tolle Fragen. Genau, ich bin seit 2 Jahren bei LinkedIn, ja. Wie du schon gesagt hast, für den deutschsprachigen Raum verantwortlich. Und als solches, also meine Hauptaufgabe und was mir vorher, glaube ich, nicht in dem Umfang bewusst war, ist die Markenbekanntheit von LinkedIn zu erhöhen. Ja. Also ich glaube, jetzt in unserer Altersgruppe kennt jeder LinkedIn, aber wenn du dann mal in die jüngere Zielgruppe schaust, da wird es dann schon dünner und genau das ist eben auch unsere größte Herausforderung, gerade die Career-Starters für uns zu gewinnen. Mhm. Genau, ist gerade so top of mind, deswegen sprudelt das jetzt so raus. Ja, super. Nee, das ist ja, wir haben Zielgruppe, die alle haben wollen. Ja, ja. Und aber du hast ja vorher auch andere Sachen. Erzähl mal ein bisschen so von dir. Ja, ich hatte gar nicht so diesen klassischen Einstieg, glaube ich, bei LinkedIn. Also die meisten meiner Kollegen sind im Tech-Umfeld groß geworden, waren bei Google, Facebook, auch in verschiedenen Ländern. Ich glaube, mein Einstieg ist ein bisschen untypisch gewesen. Ich war vorwiegend in Konzernen, also ich war im Verlagswesen angefangen, bei Holzbrink. Das fühlt sich echt wie ein anderes Leben an. In London, wo ich studiert habe. Was hast du studiert, wenn ich fragen will? Ich habe Volkswirtschaft studiert. Okay. Das hört sich... ja, genau. Ich habe in Mannheim angefangen, ganz in der klassischen BWL-Kaderschmiede und wollte aber nicht BWL studieren, abgesehen davon, dass auch mein Abischnitt nicht gut genug war. Und ich dachte, ich bin ganz clever und steige über VWL ein. Und habe dann im Laufe des Vorstudiums meine Liebe wirklich zum VWL-Studium auch gesehen. Und auch von den Kommilitonen her war es mir deutlich sympathischer als so die klassischen BWLer. Und bin bei dem Fach geblieben, ja, um dann doch im Marketing zu landen. Na gut, kann ja passieren. Genau. Und habe dann aber nach London gegangen, habe dort mein Studium weitergeführt und auch beendet, wegen der Liebe. Genau. Habe dann dort auch angefangen, meinen ersten Job zu suchen, weil ich die Stadt einfach auch wahnsinnig impulsierend fand. Also, ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf in der Nähe von Karlsruhe und für mich war London so die Offenbarung, quasi the place to be. Und habe dort im Verlag bei Holzbrink angefangen, bei einer kleinen Publikation Nature, die mir dann einen Job in München angeboten haben, wo sie ein neues Office eröffnet hatten im Marketing, so als One-Woman-Show. Und dachte ich mir, ja, also London war jetzt 4 Jahre, schauen wir uns mal die nächste Stadt an. Und da bleibe ich bestimmt auch nicht lange, aber so mal als Zwischenstation. Das ist dann, glaube ich, 25 Jahre her. Also ich bin hier geblieben. Und das kleine Office dann, der Verlag wurde schnell zu klein. Meine Aufgaben waren dann einfach auch sehr, haben sie immer wiederholt. Und ich habe dann gedacht, Mensch, also wenn ich mir die großen Brands anschaue, ich möchte gerne mal für einen Konzern arbeiten, für Siemens zum Beispiel, BMW. Habe ein paar Blindbewerbungen geschrieben und Siemens hat mich genommen für eine Sparte, die es leider nicht mehr gibt, für Mobile Phones. Ja, stimmt, das war ja mal. Ja, das war mal Siemens Mobile, die übrigens auch das erste Phone entwickelt haben mit einem Farbdisplay. Leider gab es noch keine Applikation, wo das irgendwie Sinn gemacht hätte. Aber eigentlich ganz innovativ und da war ich dann 7 Jahre in verschiedenen Positionen und verschiedenen Bereichen. Bin dann in die Beratung, weil ich ja dann doch so lange in einem Unternehmen war und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie ganz viel aufholen und viel Erfahrung sammeln. Und bin dann in meinem letzten Projekt, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, bei Sky angekommen und habe dort ein ganz außergewöhnliches Projekt bekommen. Ich sollte Social Media aufbauen. Also das war dann 20, muss ich kurz überlegen, 20...
12, also in der Zeit, wo es schon, wo Social Media nicht etabliert war, aber ich sag mal, es gab schon viele tolle Kampagnen, Fernsehsender haben schon bewiesen, diesen Kanal zu erforschen und zu bespielen, macht total Sinn. Und wir sollten erstmal die Pro und Cons von Social Media evaluieren als Beratungsunternehmen. Das war dann schnell gemacht und die Sky, die verantwortlichen Personen auch schnell überzeugt. Dann wurde natürlich eine Person gesucht, die das Ganze aufbaut. Ich habe mich beworben, habe den Job bekommen und muss sagen, also es war auch im Nachhinein wirklich ein Traumjob. Also das Thema Social für einen Fernsehsender aufzubauen ist natürlich auch sehr vielfältig. Wir haben eine Help-Community aufgebaut, wir haben Social Media, Facebook, Instagram aufgebaut, wir haben eine Influencer-Approach ins Leben gerufen. Also jeder Tag war eigentlich komplett anders. Und auch das Produkt, ich finde nach wie vor, PayTV hat in der Form auch total seine Berechtigung. Und und Sky hat auch mitgeholfen, den Markt so ein bisschen für Netflix und Amazon aufzubereiten in Deutschland. Aber War das damals schon Sky oder war das war davor? Es war schon Sky, genau. Das Rebranding hatten wir gerade hinter uns gebracht. Also vorher Premiere, ne? Und dann genau, das war dann so 2011 wurde wie gebrandet. Okay, ja. Genau. Na gut, klar, mit einer frischen Marke, ne? Macht das sehr Spaß. Ja, und eine Marke komplett neu aufzuladen. Ja. Also auch sich von der Premiere-Erbschaft ein bisschen zu lösen und komplett was Neues im Markt zu machen. Mit neuen Produkten. Damals gab es dann auch, also wurde auch Seriengeschäft eingeführt bei Sky. Neue Sportrechte haben wir erworben. Also hat sich auf jeden Fall viel getan. Und vor allen Dingen, was mich so begeistert hat von dem Konzern und von der Beratung, wurde auch alles sehr, also wird wenig gelacht, alles ist furchtbar ernst. Und bei Sky ich sag's mal ganz platt, es war einfach auch, es hat riesen Spaß gemacht, diesen Tanker, der immer kurz vorm Kippen war und ja, auch sind wir ehrlich, immer noch ist, rumzureisen und dieser Zusammenhalt, den habe ich so nie erlebt. Und das habe ich sehr, war eine komplett neue Erfahrung. Cool, dann warst du auch eine Zeit lang dann bei Sky. Genau, da war ich auch 7 Jahre, so die magische Zahl. Ja, genau. Deine Glückszahl. Ja. Genau, dann, ich meine, vielleicht ist es wirklich so eine magische Zahl, ich lache darüber, aber es ist wirklich so ein Zeitraum, in dem sich, ja, also ich hätte jetzt auch nochmal die 7. Staffel Game of Thrones launchen können und Walking Dead und so weiter und die 7. Bundesliga-Saison. Ich meine, am Ende, genau, möchte ich natürlich auch noch wachsen und habe auch eingesehen, dass das Thema Social mega wichtig ist, aber nur im Zusammenspiel, im Gesamtkontext mit allen Marketingkanälen orchestriert werden kann. Und das Bedürfnis ist einfach in mir gewachsen. Ich möchte für mehr als nur für Social verantwortlich sein. Und bei Sky war das so nicht möglich. Und deswegen habe ich mich umgeschaut. Und tatsächlich, wenn du in Social arbeitest, also es ist schon auch sehr attraktiv, mal für ein Tech-Unternehmen zu arbeiten. Wir waren oft bei Facebook zu Gast, haben dort unzählige Workshops mit ihnen organisiert. Und ich habe halt auch gesehen, wie dort die Firmenkultur ist. Ja, ist nochmal so ein Ticken cooler gewesen als bei Sky. Und das ist tatsächlich auch so, hat sich so bewahrheitet. Ja. War der dann im Valley, wie man so schön sagt? Ja, oder war der, ich war mal bei Facebook in Berlin, das fand ich jetzt eher ein bisschen ernüchternd, wahrscheinlich, wenn man drüben ist, ist das schon cool, ne? Ja, also auf dem Facebook-Campus war ich auch mal kurz und auf dem Apple-Campus, der aussieht wie ein Raumschiff und der LinkedIn-Campus, ich meine, das, also abgesehen davon, dass es, mal so die kleinen Gimmicks wie freies Essen den ganzen Tag und ist es tatsächlich eine andere Art von Arbeiten. Ja. Wird da auch gelacht, oder? Da wird viel gelacht. Finde ich ein schönes Kriterium für einen tollen Arbeitsplatz, wenn da viel gelacht wird. Ja, also ich glaube, uns ist dann doch allen bewusst, das war bei Sky aber auch schon so, wir retten alle keine Leben, wir operieren nicht am offenen Herzen. Oder wie auch meine Chefin sagt, it's PR, not ER, jetzt gerade in meinem Geschäftsgebiet, das hilft dann schon. Und da bist du quasi dann mit LinkedIn in Kontakt gekommen schon, oder kam das dann irgendwie anders? Genau, lass mich kurz überlegen. Ich habe meinen Job über LinkedIn gefunden, tatsächlich. Okay. Und wurde von einem Kollegen, den du vorhin auch schon kurz im Vorgespräch genannt hast, er hat mich tatsächlich auch empfohlen. Also ich habe einfach, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, ne, zum Thema Netzwerken. Also als ich den Schluss getroffen habe, ich möchte was anderes haben, ich möchte mich weiterentwickeln mit mehr Verantwortung,
Und ja, ich habe überlegt, also wie viele Menschen in meinem Netzwerk, und ich habe ein großes Netzwerk, aber also wen kann ich wirklich so mit diesem Wunsch tatsächlich adressieren? Wer würde mir helfen? Wer würde mich unterstützen? Zum Thema wirklich Jobangebot ganz konkret oder Coaching oder Impulsgeber. Da sind mir 4 Leute eingefallen und tatsächlich einen davon habe ich habe alle 4 angefunkt und Ja. dadurch hat sich eine Möglichkeit ergeben über eine Position, die nur temporär bei LinkedIn frei war, auf die ich mich beworben habe und daraus ist dann ein fester Job geworden. Cool. Und das war jetzt vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren, genau. Hast du noch 5 vor dir? Also mach was drauf. Nein, cool. Ja, LinkedIn ist in Deutschland, da hast du es ja eben schon gesagt, ne, ist ja eigentlich eher oder hat noch ein bisschen mit Markenbekanntheit zu strugglen, ne? Ich weiß, dass so Business-Netzwerke, ich bin noch so zu OpenBC, glaube ich, hieß das Ganze immer, Ja. darf man ruhig auch mal sagen, da gibt es der große Wettbewerber, den es ja irgendwie gibt. Xing heißen die ja heute. Das gibt es ja schon auch, keine Ahnung, in Deutschland so 10, 12 Jahre, glaube ich, ne? Irgendwie so Ja, in der sicher. Größenordnung. Mindestens. Und ich finde halt generell dieses Business-Netzwerk. Worken, wie du es ja gerade schon selber auch gesagt hast, ist ja extrem wichtig. Ne? Also in meinem Berufsleben geht das gar nicht mehr ohne. Ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ist denn so die Geschichte von LinkedIn? Wo kommen die denn original her? Ich meine, aus den USA, klar, aber wer hat die, warum, wann, wie gegründet, seit wann sind die in Deutschland? Vielleicht kannst du uns einfach mal oder den Hörern, Zuschauern einfach auch mal ein bisschen so eine Retro für Ja, LinkedIn geben. klar, also spannende Geschichte für mich zumindest. LinkedIn wurde 2003 von Reid Hoffman gegründet. Und ja, eigentlich unter der Prämisse, ganz ähnlich wie auch die anderen Social Netzwerke wie Facebook, um Menschen im beruflichen Umfeld zusammenzubringen. Oder wenn du unsere Vision heute jetzt auch mit Jeff Weiner, unserem CEO, ist, dass wir allen Menschen weltweit die Möglichkeit geben, im beruflichen Umfeld eine Möglichkeiten zu schaffen, sich zu entwickeln. Und das findest du eben dann auch, spiegelt sich auch im Produkt wider, auch die Firmen, die wir akquirieren, wie zum Beispiel LinkedIn Learning. Und also da muss ich gucken, also, da gibt es so viel zu sagen, Ja, mach aber ruhig. Wir haben Zeit. Nein, ich finde es spannend. Also nee, mach mal wirklich, erzähl mal. also ich glaube, das Wichtigste ist, dass LinkedIn doch die Möglichkeit, also vor allem die Möglichkeit gibt, mein berufliches Ich zu präsentieren. Und das geht weit über einen Rolodex, wo ich meine Kontakte pflege, hinaus. Also ich würde sogar sagen, das ist der unwichtigste Teil. Muss ich die jüngeren Hörer sagen, Rolodex, das sind so Dinger, da dreht man, steckt man wie sie. Ja, im Ernst, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das noch wissen. Max, kennst du Ich weiß kaum, Rolodex? dass ich diesen Begriff noch kenne, weil ich hatte auch nie Ja. einen Rolodex. Schön, ein cooler Retro-Name, aber das sind so Dinger, die dreht man so, ne? Und dann steckt man Visitenkarten in so Plastikfolien rein. Ne? Und so, Ja. ah, oh, der Müller, mal gucken hier so. Oder? Das sind Ja. Rolodex, Ja, ja. Habe ich genau. schon lange nicht mehr gehört. Ja, Sehr nee, also schön. Ja. das, ich hatte auch nie einen. Ich habe tatsächlich die Sachen immer in meiner Schublade, die Visitenkarten behalten und habe dann auch natürlich nie die Kontakte gefunden, Ja. den ich gerade in dem Moment gebraucht hätte. Aber es geht weit darüber hinaus und wir sagen auch immer wieder, ich war letzte Woche auf dem Brigitte-Symposium. Im schönen Ja. Mainz. Im wunderschönen Mainz, Ja. im Schloss am Rhein. Es war wirklich sehr malerisch. Und wir hatten also gefühlt 200 Frauen, die zu unserem Stand kamen und gesagt haben, kannst du bitte mal mein Profil anschauen? Was kann ich tun, um mich besser darzustellen? Und ich glaube, wir haben auch 200 Mal gesagt, bitte nutzt LinkedIn nicht als tabellarischen Lebenslauf, wo du einfach nur deine Station einfügst. Wir haben entwickeln diese Features, wie zum Beispiel, dass du auch Arbeitsproben hochladen kannst. Du kannst natürlich Videos hochladen, Präsentationen, die du sowieso vielleicht öffentlich gehalten hast. Und genau, also das Connections, tabellarischer Lebenslauf ist tatsächlich sind mal die Basics. Und wir sagen immer wieder, bitte seid aktiv. Also gerade unsere weiblichen Mitglieder. Die zu gleichen Teilen repräsentiert sind auf der Plattform, aber deutlich weniger Kontakte haben, deutlich weniger vokal sind. Also es fängt natürlich auch an, dass ich ähnlich wie bei anderen Social-Media-Plattformen einfach auch poste, Artikel schreibe. Das hört sich jetzt nach viel Arbeit an, aber ist es eigentlich nicht. Also gerade wenn ich auf einem Event bin, ist es wirklich einfach, ein Status-Update zu posten auf LinkedIn, vielleicht auch die Kollegen zu taggen, mit denen ich dort bin und vor allen Dingen auch ein paar Learnings mitzugeben. Weil ich finde auch, dass jeder Post, das sagen wir auch, jedem Mitglied einen Mehrwert bieten soll für die Community.
Anstatt zu sagen, ich war jetzt auf der Veranstaltung, war toll, was genau war toll? Ja, was hast du aus der Keynote mitgenommen? Ja. Dazu motivieren wir immer. Und dazu hast du eben auf LinkedIn die Möglichkeit. Und das sehe ich eigentlich, finde ich eigentlich fast alternativlos tatsächlich, wenn ich, ja, wenn ich dort eben auch, wenn ich beruflich engagiert bin. Und wie immer auch dein Erfolg, deine Definition von Erfolg ausschaut, ja. Denn was wir auch oft hören, ach, ich weiß nicht, ob mein Lebenslauf interessant genug ist, um bei LinkedIn mich darzustellen. Und das, damit wollen wir eben auch ja, Markenperception aufräumen, sozusagen. Oh, das wäre ein heißes Stöckchen. Naja, das ist doch spannend. Was du gesagt hast, du sagst, also die Frauen tun sich schwerer bei LinkedIn, habe ich das richtig verstanden? Hast du da eine Idee, wieso das so ist? Ja, deutlich. Und das ist wahrscheinlich auch so ein wirklich so ein typisches Frauending, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Ist das, was ich mache, wirklich wichtig genug? Also interessiert es die Menschen, dass ich jetzt auf einem Event bin, auf einer Konferenz? Also ich höre das, es ist generell so ein bisschen in der deutschen Kultur verankert. Ich glaube, deswegen ist Twitter auch nie so richtig geflogen in Deutschland. Ja. Also diese Status-Updates zu geben, das überlegen wir uns schon dreimal. Ne? Während so meine US-Kollegen, die also unter 10 Tweets am Tag geht da nichts und da ist auch das Mittagessen dabei und das Frühstück und wen ich heute getroffen habe. Das würden wir nie machen und Frauen machen es noch mal weniger. Okay. Und wenn wir gerade auch, wir haben ja dieses Influencer-Programm bei LinkedIn, wo wir CEOs eben auch unter der LinkedIn-Influencer-Marke bitten, Content zu produzieren, also Artikel zu schreiben, dass sich gerade die Frauen besonders schwer tun und ja, so einen Artikel wirklich 10-mal Korrektur lesen lassen und nochmal prüfen und nochmal prüfen. Und ja, also das ist einfach nicht notwendig. Und wenn, ja, ich glaube, wenn eine Frau sagt, okay, das ist jetzt nicht wichtig genug, dann ist es wahrscheinlich doch wichtig genug. Einfach mal ausprobieren, oder? Einfach mal, ja. Und mal ausprobieren, genau. Man kann das ja alles wieder korrigieren, ne? Das ist ja nicht abgeschickt und kommt. Ja. Oder man kann bei euch alle Artikel oder alle Posts natürlich, kann man auch wieder nachher nochmal bearbeiten. Ja. Das finde ich übrigens sehr, sehr charmant, ja, weil man dich ja oftmals irgendwie vertippt oder verschreibt oder noch was einfällt. Ja. Und das ist ja nicht irgendwie für immer und ewig da dann im Netz. Ja, genau. Du hast irgendwie Anfang der 2000er Jahre in den USA gegründet. Seit wann dann eigentlich so richtig in Deutschland angekommen? Ja, knapp 8 Jahre später dann der Launch in Deutschland. Und genau, mit sehr guten Wachstumszahlen. Also wir haben jetzt fast 14 Millionen Mitglieder und möchten natürlich dann noch weiter wachsen. Ja, ja. Was ist so eine Zielgröße? Kannst du das sagen? Darfst du das sagen? Ja, darf ich natürlich schon. Also was heißt darf ich natürlich schon? Ich habe so meine eigene Zielgröße, von der ich glaube, ich meine, wenn wir uns die Vision anschauen, wir wollen für jeden Member der Workforce eine Opportunity, eine Möglichkeit, sorry für das Denglisch, das ist wirklich... Manchmal wird es mir bewusst und dann versuche ich bewusst auch wieder unsere tollen deutschen Begriffe zu nutzen. Aber wenn wir die Möglichkeit für jeden Member of the Workforce geben wollen, dann, ich meine, wir haben über 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Also ist noch Luft nach oben. Genau. Gut. Du bist Marketingleiterin für die Dachstaaten. Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern oder kann man das schon sagen, deutschsprachig, ticken die alle ähnlich? So große Unterschiede. Ja. Das war mir vorher auch nicht, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich mir fast auch, aber erzähl mal ein bisschen, wie ist das? Also man würde nicht denken, glaube ich, die Schweiz zum Beispiel, da haben wir eine sehr hohe Mitgliederpenetration. Mhm. Also wahrscheinlich auch, weil die Schweiz generell sehr international auch fokussiert ist. Und dort ist auch die Markenwahrnehmung eine andere. Also LinkedIn wird dort eher als hip, als... ja, die Funktionalitäten sind deutlich bekannter als in Deutschland. Wir haben viel mehr Heavy User in der Schweiz als in Deutschland. Ja. Österreich, würde ich sagen, noch deutlich Aufholbedarf auf unserer Seite natürlich. Und gerade zum Thema Netzwerken würde ich sagen, sind wir Deutsche doch noch am vorsichtigsten. Ja, ja. Also allgemein jetzt meinst du oder speziell bei euch jetzt? Allgemein, ich habe gerade letzt auch eine neue Studie zum Thema Netzwerken, also eine externe Studie gelesen, was mich überrascht hat, ist, dass das Thema Netzwerken dann doch bei vielen als sehr unwichtig empfunden wird. Also ich glaube 60% in der, also es war sehr breit, ich glaube von
30 bis 60 wurden Menschen befragt. Und 60% haben gesagt, Netzwerken ist nicht wichtig für mich. Und das überrascht mich dann schon. Das ist echt komisch, ja. Ja. Da frage ich mich, ob das Thema nicht auch unterbewusst so viel stattfindet. Ja. Und wir das aber nicht als Netzwerken, nicht dieses Namensschild Netzwerken geben, weil das Wort auch ein bisschen negativ genau, belegt hat. Ja, ich glaube auch. Ne? Ich glaube, das Netzwerken, das kommt so in Deutschland so eher so aus dieser so Rotaria-Ecke, oder das ist eher so Closed-Shop-mäßig. Ne? Also habe ich so, das ist, war so bevor das, ich finde, das hat auch dazu beigetragen, dass, dass man solche Sachen auch aufgelöst hat. Also in meiner Wahrnehmung, ich mache jetzt den Job irgendwie seit über 20 Jahren jetzt selbstständig und ich habe wirklich auch immer genetzwerkt, aber halt, das war halt immer so, ich bin immer zu irgendwelchen Treffen von irgendwem gegangen oder sowas. Und ob man da vielleicht diese Assoziation gar nicht so direkt hinkriegt, ne, dass dieses, wenn man jetzt, keine Ahnung, wo auch immer bei euch oder bei den Wettbewerbern auf der Plattform ist, dass das die Leute vielleicht gar nicht als Netzwerken empfinden, sondern eher so das physische Netzwerken eher meinen. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das hören wir auch sehr oft in Fokusgruppen, dass ein valider Netzwerkkontakt, ein valider Kontakt ist es eigentlich erst, wenn ich dich face-to-face getroffen habe. Ja. Und nicht über eine digitale Plattform. Okay. Ich glaube, von meinen LinkedIn-Kontakten kenne ich im Bruchteil wirklich face-to-face, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ist bei mir auch so. Da haben die Amerikaner auch gar kein Problem mit. Also liegt vielleicht auch an der geografischen Weite des Landes. Ja. Aber tatsächlich bei uns ist es immer noch so. Und das muss man einfach dann darauf eingehen. Ja. Wenn du jetzt mal guckst, also wenn ihr, sagt ihr, wollt die Markenbekanntheit machen, was macht ihr da aktuell so? Du als Marketingleiterin, was sind so die Sachen, die ihr aktuell so macht? Wo könnte man euch sehen, wahrnehmen? Also den größten Hebel haben wir über große Brandkampagnen tatsächlich. Okay. Ja. Das ist die, der wichtigste Approach im Moment, weil wir dort eben auch durch Media einfach auch in verschiedenen Städten uns platzieren können. Wir haben gerade eine erfolgreiche Jobkampagne platziert, denn auch da haben wir Nachholbedarf. Also nicht so viele Menschen, gerade in der jungen Zielgruppe, wissen, dass sie auf LinkedIn auch Jobs finden. Ja. Das war die erste Mission und jetzt geht es in dem Quartal ums Thema Netzwerken. Und eben auch in Form von einer Brandkampagne das Thema Netzwerken erstmal erklärt. Also was, und dann natürlich auch weiterführend, wie findet Netzwerken auf LinkedIn statt? Das ist nämlich deutlich mehr als nur eine Kontaktanfrage zu verschicken. Ja gut, da kriege ich wahrscheinlich 3 am Tag, wo ich sage, ich kenne die Leute nicht, die schicken mir irgendwas. Ich würde gerne noch nicht mal einen Text dazu. Ja, finde ich auch schwierig. Also da kann man, glaube ich, ein bisschen Aufklärungsbedarf machen. Ja. Ja. Also wo bin ich jetzt für jemanden vielleicht wichtig oder interessant oder gibt es eine Connection? Ja. Ja. Ich habe einen schönen Vortrag über Empathie gehört. Da hat das jemand ein Beispiel genau von so einer Kontaktanfrage bei LinkedIn irgendwie formuliert. Der sagte auch, stellt euch doch mal vor, ihr seid auf der anderen Seite und ihr kriegt einfach da nur so ein, einfach hier, der und der möchte mit dir in Kontakt treten. Ne? Also überlegt euch doch mal, ist das sinnvoll? Ja, also da muss ich sagen, da investiere ich. Ich bekomme auch sehr viele Kontaktanfragen ohne Text, ohne Nachricht von Menschen, die ich nicht kenne, aus einer anderen Branche, aus einer anderen Berufsgruppe, wo ich denke, wir werden uns wahrscheinlich niemals gegenseitig unterstützen können. Und wenn du nicht mal eine Nachricht dazu schreibst, warum du mich kontaktieren möchtest, dann investiere ich genauso viel Zeit in diesen Kontakt, nämlich dass ich den auch nicht annehme. Also ganz. Ja. Da bin ich auch ganz offen und würde ich auch so niemandem empfehlen. Ja. Sehe ich das eigentlich, eine gute Frage, jetzt, wenn ich die schon mal hier sitzen habe, sehe ich das eigentlich, wenn ich das dann ablehne, sieht derjenige, dass das ablehnt oder verschwindet das einfach nur aus der Historie? Das sieht er nicht, die Kontaktanfrage bleibt einfach unbeantwortet. Kenne ich die Person nicht? Nein, ich kenne sie nicht. Ja, klicke ich dann drauf. Ja. Genau. Aber um die Frage fertig zu beantworten, also Brandkampagnen sind der größte Hebel und was wir jetzt in diesem Jahr verstärkt auch, worum wir uns verstärkt widmen, sind Offline-Events. Wir hatten es gerade davon, das ist wichtig in Deutschland. Ja. Wir testen eben verschiedene Events im Moment, gerade aus Member-Seite, die interessant sein könnten, um auch zu zeigen, wir sind ein Local Player mit 14 Millionen Mitgliedern in Deutschland und das heißt, ihr geht auf Veranstaltungen, wie jetzt bei dem Brigitte-Event, was du gesagt hast, ihr geht dann dahin und stellt euch vor irgendwie. Ja. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich einen coolen Event habe, kann ich mich bei euch irgendwie quasi bewerben oder kann ich euch einladen? Absolut. Geht das? Ja, absolut. Ja. Wie mache ich das? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, cool, ich habe einen schönen Kongress. Also man kann mich zum Beispiel über LinkedIn anschreiben. Okay, und mit einem Spruch dazu. Ja. Ich habe dich im Podcast gehört. Ja. Genau, mit Nachricht. Und wichtig ist im Moment für uns die, ich hatte es auch schon erwähnt, die junge Zielgruppe. Ja. Wenn du die auf dein Event bringst, dann bin ich dabei.
Also jung ab wann? Ja, Studenten bis circa 34 Jahre. Ja. Genau. Die schöne Anekdote, die ich jetzt da vielleicht mal zu, weil wir hatten gerade einen Praktikanten bei uns und wir haben uns so im Rahmen vom Onboarding unterhalten und er hat mich gefragt, was wären so deine Tipps? Und ich habe echt gesagt, okay, Netzwerken ist echt das also aus meiner Sicht das Wichtigste und fang jetzt an. Ich glaube, der ist 18, geht noch zur Schule. Und ich so, du kannst jetzt schon eigentlich loslegen und dir ein Netzwerk aufbauen. Jetzt kennst du schon mal mich, ja, mit meinen, keine Ahnung, wie viel Kontakt ich bei LinkedIn habe, plus irgendwie andere. Und abends irgendwie um 10 oder so kriege ich eine Nachricht und dann hat er sich dann tatsächlich ein LinkedIn-Profil angelegt. Ja. Cool. Und ich glaube, ja, aber ich denke, das ist tatsächlich für alle da draußen, die ihr unter 30 seid. Max, hast du schon ein LinkedIn-Profil? Au, das müssen wir gleich noch live anlegen. Max, wie kann das denn sein? Ich glaube, ab deinem ersten Auslandssemester, wie willst du sonst in Kontakt bleiben? Ne? Du willst vielleicht auch nicht jeden... wie willst du sonst in Kontakt bleiben? Ich finde das tatsächlich, das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern ich glaube, ich halte das wirklich für extrem wichtig und ich finde so Netzwerke da extrem gut, weil das wirklich... ich erzähle das gerne immer auch auf so Gründerveranstaltungen. Ich sage, ich finde das super, wenn Leute gründen und ich sage denen, hier, schon im Studium, macht das Netzwerk auf. Ne? Fangt an mit den Leuten, ihr kennt jetzt hier allein in dem Raum 20, 30 Leute und wie gesagt, pumpt mich mit meinen Kontakten an, ja, und sagt, okay, wenn ihr mich fragt, ich kann das einfach weiter spreaden. Also genau dieses, ich glaube, das zu visualisieren, was das bedeutet in so einem Netzwerk, diese Mehrschichtskommunikation, das ist ja total, total spannend. Ne? Und ja, und ich glaube, das Thema, kurz noch vielleicht, das Thema Expert Branding im Prinzip. Ne? Ich fange ja eigentlich an, über mich als Experte, auch wenn ich für ein Unternehmen arbeite oder sowas, aber ich weil du es gesagt hast, poste doch mal, wo du bist und sowas. Ich habe ja so einen dynamischen Lebenslauf eigentlich, ne? Und deswegen finde ich, wie macht ihr das? Wie kommt ihr an diese junge Zielgruppe ran? Wie könnt ihr denen das vermitteln, dass das wichtig für sie ist? Wie macht ihr das? Habt ihr Testimonials oder wie geht das? Ja, also wir arbeiten nur mit LinkedIn-Mitgliedern. Das ist auch eine Brand-Philosophie. Also wir haben jetzt zwei große Produktionen, eigentlich gerade die dritte, die gerade im Schnitt ist. Und wir arbeiten immer mit LinkedIn-Members, weil wir glauben, also die interessante Use Cases haben und das ist einfach tausendmal glaubwürdiger als offensichtlich. Ich bin jetzt auch nicht die Erste, die auf die Idee kommt, mit Kunden zu arbeiten. Aber wir haben es auch gesehen im Vergleich mit Schauspielern. Es ist so ein großer Unterschied und ich glaube, auch da wieder als Marketier, ich meine, du musst schon auch eine Ehrlichkeit, eine Authentizität und eine Emotion in deinen Werbebotschaften transportieren. Ja. Und das ist schwierig mit Schauspielern. Ja. Ja. Das glaube ich. Auch wenn du die Use Cases, die helfen, also die unseren Mitgliedern helfen, genau kennst. Das ist einfach deutlich uninspirativer. Das heißt, ihr habt im Prinzip einen Heavy User, die du eben. Wann bin ich ein Heavy User? Ja, nicht mal. Also nicht mal. Ja. In der letzten Kampagne haben wir einfach auch Mitglieder gesucht, die sich relativ frisch angemeldet haben, aber über LinkedIn schon ihren ersten Job gefunden haben. Okay. Und das ist mühsam, ja, das ist wirklich, also natürlich bei so vielen Mitgliedern würde man denken, ach, da melden sich sofort 20, aber die sollen an dem Tag auch Zeit haben, die sollen Lust haben, darauf Teil einer Kampagne zu sein. Ja. Und aber es ist es wert, ja, es ist wirklich wert. Es ist mir tausendmal lieber, als in eine Castingagentur zu gehen und dort jemanden rauszupicken. Ja. Wie ist denn das, ab wann sind denn, also ich meine, ich folge da auch ein paar, sag ich mal so, wirklich großen CEOs, weil du es gerade so gesagt hast, ne, wo ich denke, irgendwie hier oder auch einem Bill Gates. Ich meine, die machen das alle nicht mehr selber, oder? Die haben ja wahrscheinlich im Hintergrund ihre Agenturen, die das machen. Ne? Gibt es da irgendwie so ein. Ja, weil ich finde es immer noch spannend, was du Heavy User irgendwie genannt hast. Also ab wann gelte ich denn in euren Augen als Heavy User? Und ab wann ist das tatsächlich ich mache das alles noch selber, ja, aber ab wann hast du eine Erfahrung? Ab wann gibt es dann, kippt das dann und man hat dann tatsächlich irgendwie Leute, die das für einen machen? Ist das dann auch authentisch? Witzigerweise, ich werde das so oft gefragt. Ja, antwortest nicht drauf. doch. Ich antworte da super gerne drauf, weil die Antwort ist einfach. Ich meine, dass jetzt die CEOs von DAX-Unternehmen nicht auch das letzte Wort selbst schreiben. Ja, ich glaube, das ist uns klar, aber der Leitgedanke für den Artikel und der erste Draft ist immer vom CEO, ist immer von der Person selbst. Und gerade als LinkedIn-Influencer
veröffentlichst du einen Artikel pro Monat, also exklusiv auf LinkedIn. Und ich glaube, die Zeit, ja, also die nehmen sich auch einfach die Menschen. Und ist ja auch eine Auszeichnung, ein LinkedIn-Influencer zu werden. Aber du wärst überrascht, wie viele tatsächlich ihre Artikel selbst schreiben. Okay, cool. Ja, das ist so schön. Also, ich glaube, man merkt das wahrscheinlich auch irgendwie heimlich. Ne? Ich glaube, oder man sieht auch manche Fotos. Ich weiß zum Beispiel, wie heißt der, Tim Hopkins von der Telekom. Super. Ja? Oder der macht das wirklich schon, wo ich auch sage, ja, genau, der macht das, aber der lebt das natürlich auch. Ne? Oder Janina Kugel zum Beispiel schreibt auch ganz tolle Beiträge. Ja. Gut, das sind schon die große Kunst. Das heißt, wenn ich angefangen habe, mal so im Kleinen, ich habe mein Profil gemacht. Also ich habe immer auch schon im Vorgespräch gesagt, also für mich ist LinkedIn eine Weiterbildung, eine Lernplattform, ne? Weil ich natürlich eigentlich das, was du eben so beschrieben hast, was die Leute auch mal schnell mal aus von der Konferenz oder sowas, was zu posten, das ist für mich schon so, ne? Dass ich das jetzt nicht als sag mal, Angeberei der anderen wahrnehme, sondern ich sage, oh, guck mal, cool, da war einer auf der, keine Ahnung, die Mexiko, habe ich vielleicht dieses Jahr nicht hingeschafft, so, was war das denn interessant? Ja, oder einer schreibt auch mal kritisch drüber. Oder ich sehe, dass der da und da war und okay, cool, dann frage ich mal nach. Und mir gibt das schon viele, viele Inspirationen. Könnt ihr sowas irgendwie im Prinzip, also seht ihr euch genauso? Ja? Also, weil das entspricht da eigentlich eurer Vision so ein bisschen. Als Lernplattform, ne? Oder? Ja, oder dass ihr sagt, ihr solltet sich jeder in der, also jeder, was, wie heißt das, Member der Workforce, soll sich da tatsächlich auch weiterentwickeln können. Ne? Wie pusht ihr da so auch in die Richtung? Also LinkedIn Learning hast du schon erwähnt. Mhm. Vielleicht kannst du da mal an der Stelle vielleicht mal kurz mal einen Exkurs machen. LinkedIn Learning ist was? Ja. Genau. LinkedIn Learning ist eine Plattform, in der du dich zu allen möglichen Themen weiterbilden kannst. Wir haben derzeit über 12.000 Videos, natürlich auch deutschsprachige Videos zum Thema Digital Marketing, zum Thema witzigerweise, ich habe jetzt gerade so viele Digital Marketing Kurse mir auch nochmal angeschaut, zum Thema Programmatic Advertising. Also wirklich genial, ich habe eine Stunde investiert, vielleicht 2 Stunden und kann es zumindest auch im Team auch die Themen mitchallengen. Ja. Top, da, aber auch Führung zum Beispiel, Conscious Leadership, also ja, eine bunte Vielfalt und genau, brauchst einen Premium-Account, um das Ganze dir anzuschauen, Access zu haben. Das, aber vielleicht an der Stelle, das ist eine Akquisition gewesen, oder? Von Linda, genau, linda.com. Okay. Ja, okay. Und der Content kommt, aber wird quasi von euch erstellt oder ist der auch von der Community erstellt? Der Content wird von uns erstellt, du kannst dich aber natürlich auch als Trainer bewerben und Content auch selbst damit einstellen. Yeah. Genau, oder von uns produzieren lassen. Wir haben verschiedene Studios im deutschsprachigen Raum. Das größte ist in Linz. Mhm. Und genau, aber kannst dich ganz normal als Trainer auch bewerben. Ja. Du hast gerade angesprochen, Premium Account. Wie ist denn euer Geschäftsmodell? So ganz, ganz einfach mal. Ja, also Premium Accounts. genau, das ist so die Frage, die mein Vater auch gestellt hat. Wie verdient denn eigentlich diese Plattform ihr Geld? Dieser Herr Facebook, wie verdient denn der Geld? Ja, aber nee, ist ja schon okay. Also erstmal mache ich ja kostenlos mit. Ne? Und sag mal, jetzt richtig viel Werbung sehe ich bei euch auch nicht. Sagen wir mal so. Ne? Also das gibt schon, ja. Ja, aber so, ihr müsst irgendwie Geld verdienen. Ja? Seid ihr genug Leute, die gefüttert werden müssen? Also die, genau, die Premium-Accounts tatsächlich, das ist der kleinste Anteil vom Kuchen, vom Revenue-Kuchen. Das ist nicht unser Fokus. Die meisten Funktionalitäten sind ohnehin frei verfügbar. Ja. Der Basic-Account hat schon die Funktionalitäten, die du brauchst. Und wenn du auf Jobsuche bist, dann macht ein Premium-Account total Sinn, weil dann hast du eben noch mehr Informationen über die Unternehmen, bei denen du dich bewirbst. Du kannst nochmal Statistiken einsehen, wenn du dich über LinkedIn bewirbst, wie viele andere Bewerber ein ähnliches Skillset haben, wo du ungefähr stehst mit deinem Skillset zur Jobbeschreibung. Super interessant, würde ich immer für 1-2 Monate dann nochmal abschließen und Access zu LinkedIn Learning zu haben, zu den Learning-Videos. Ansonsten sage ich auch ganz ehrlich, es ist nicht der Case, dass du durchgehend Premium haben musst. Also das ist auch unsere Philosophie, ehrlich gesagt, dass LinkedIn ist einfach für alle, ist frei, fertig. Yeah. Okay. Und der, wie wir unser Geld verdienen, ist das B2B-Geschäft. Yeah. Der größte Anteil über die Recruiter-Lösungen, die wir verkaufen und gefolgt von den Marketing-Solutions. Du hast angesprochen, es gibt nicht so viel, also du fühlst dich zumindest gefühlt kommt nicht so viel Werbung, hast du nicht so viel Werbung im Newsfeed
Und so soll es auch bleiben. Aber das liegt auch daran, dass die Werbung, dass wir darauf achten, dass die Qualität einfach stimmt, dass es natürlich auch zielgruppenspezifisch ausgerichtet ist, sodass es vielleicht auch gar nicht so als Werbung, ja, dich stört, sondern wirklich zu deinem Interessen passt. Also es ist natürlich auch selbstverständlich, muss man vielleicht an der Stelle auch nicht mehr sagen. Und dann eben auch gefolgt von LinkedIn Learning und von Sales Solutions, genau, also für alle Sales-Account-Manager gibt es dann Ja. auch nochmal extra Funktionalitäten, wie ich meinen zukünftigen Kunden finden. Das sind alles Lizenzgeschäft, Ja. das verkauft wird und das macht unseren Umsatz aus. Habe ich verstanden. Sehr gut. Das Premium Ja. kommt. Ich hab gerade überlegt, ich glaube, vielleicht müssen wir auch tatsächlich, vielleicht gibt es ja wirklich da Leute da draußen, die gar nicht so genau wissen, was so ein Business-Netzwerk ist. Weil wir uns hören ja durchaus auch einfach Leute zu, die in das Thema so ein bisschen reingeschlittert sind. Weil ich will noch auf einen Punkt raus, und zwar also ein Account, oder wenn ich jetzt einen Account habe, das heißt, ich trage da meine ganz normalen Daten ein, also meine beruflichen Stationen, ich lade ein Bild von mir hoch, ich schreibe rein, dass ich der Olli Kämmern bin und da arbeite. Und dann gebe ich auch meine Skills an, was ich irgendwie kann oder was ich anbiete. Ne? Und dann habe ich ein Profil und das können alle anderen Leute dann im Prinzip sehen. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, auf einer Konferenz bin oder wenn ich jetzt heute hier mit dir so einen Podcast mache, dann poste ich jetzt gleich ein schönes Bild von uns beiden und sage hier, hallo, tolle Aufnahme in München. Und dann sehen das wiederum alle Leute, die mich irgendwie kennen, beziehungsweise die irgendwie so einen Hashtag haben. Und die mich kennen, wenn du mich getaggt hast. Genau, das will ich natürlich sofort machen. Ja. Und taggen heißt in dem Sinne, ich sage, okay, ist die Selena mit drin und dann sehen das die Leute, die da folgen, sagen, ah, guck mal, und du siehst es vor allen Dingen auch selber auch. Ne? Ja. Und du kannst es dann weiterleiten, guck mal hier, ich war mit dem Olli auf dem Sofa. So funktioniert das, ja. Und was ich ganz schön finde, ich kann jetzt sozusagen die Skills von anderen Leuten auch qualifizieren. Ne? Also ich kann sagen, okay, ja, ich weiß, der und der hat Erfahrung, keine Ahnung, wenn jetzt der Max sein Profil anlegt, dann hat er Erfahrung mit dem Filmen von Podcasts und dann sage ich, ja, stimmt, kann ich das bestätigen. Und ich kann sogar Empfehlungen für Leute aussprechen. Ne? Genau. Und ich habe das Gefühl, das wird nicht sehr inflationär benutzt, sondern das wird schon. Die Leute haben schon eine gewisse Disziplin, das zu nutzen, oder? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Also, was ist eure Erfahrung damit? Wertet ihr sowas irgendwie aus? Oder irgendwie? Also diese Funktionalität ist wirklich super wichtig Ja. und sie wird noch nicht so häufig benutzt, weil was wir auch sehen, zum Beispiel beim Brigitte-Symposium, ja, dass wenn wir die Mitglieder beraten, wie sie ihr Profil einfach auch sichtbarer machen Ja. können für Recruiter, für HR-Beauftragte, dass sie genau die Bestätigung der Skills benutzen. Und die meisten haben gesagt, oh, wusste ich gar nicht. Ja. Und die Skills werden ja automatisch vorgeschlagen anhand der Jobpositionen und der Beschreibungen, die du hinzugefügt hast. Also ist eigentlich super user-friendly sozusagen. Alles, was du machen musst und was auch total okay ist, dass du dein Business-Netzwerk bittest, über LinkedIn dir deine Skills zu bestätigen. Und das kannst du aktiv machen, das empfehlen wir auch, weil Aber das von ist typisch alleine amerikanisch, ne? kommen die Leute einfach Ja, ich nicht weiß, drauf. aber das ist, weil ich sage, das ist typisch deutsch, dass man da sagt, ach, soll ich da jetzt mal sagen, dass ich jetzt wirklich in Online-Marketing gut bin? Und also Ja. ich hab das Gefühl, also bei mir zum Beispiel funktioniert das nicht sonderlich gut. Also ihr da draußen alle auf mein Ja. Profil gehen und das bestätigen. Aber ich finde, da tun sich die Deutschen, glaube ich, schwer. Ne? Also dass man da darum bittet, eigentlich, dass einem so einer, jemand aus seinem Netzwerk einfach das bestätigt. Ja, Ne? Das das. ist noch nicht so richtig präsent, oder? Genau, das muss man tatsächlich respektieren. Ja. Aber vielleicht auch so da ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also wir haben uns jetzt kennengelernt. Wenn du mir jetzt heute über LinkedIn eine Anfrage schicken würdest, kannst du bitte meine Moderationsskills bestätigen? Natürlich, ja. Also solange, wenn ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, und dann gibt es ja keinen Grund, das nicht zu tun. Ja, Ich finde da, das habe also ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. In meinen Skills. ich Ja, sage mal müssen wir Skills. genau, muss man. Ich brauche mal ein Update von meinem Profil. Weil ich finde, ganz wichtig ist bei LinkedIn auch, es ist ein Give and Take. Ja. Ja? Also das macht ja auch ein Netzwerk aus. Also wie manifestiere ich mein Netzwerk und wie baue ich verlässliche Kontakte, indem wir uns gegenseitig unterstützen. Es ist nicht immer quid pro quo nach dem Motto, jetzt hast du mir ein Skill bestätigt, jetzt bestätige ich einen von deinen. Ja. Aber vielleicht unterstützt du mich bei einem Kontakt und ich kann vielleicht in einem Jahr, kann ich dich unterstützen bei einem weiteren Kontakt oder ich unterstütze einen anderen Menschen bei einem Kontakt. Also es ist ja, genau, ich glaube, wenn diese Idee, wenn wir es geschafft haben, diese
also diesen Gedanken, dass wir uns gegenseitig in unserer Berufswelt unterstützen, weil ganz ehrlich, wir haben, so unterschiedlich sind wir alle nicht. Wir haben alle sehr, sehr ähnliche Themen im Job. Und wenn wir feststellen, wir sind eine Community, die da gemeinsam eigentlich versucht, für sich selbst das Beste zu erreichen, wie immer auch deine Definition von Erfolg ausschaut, dann werden solche Funktionalitäten auch viel mehr genutzt, noch mit weniger Schamgefühl. Ja. Haben die Auswirkungen auf den Algorithmus? Also, ja, absolut, was, ja? Genau. Vielleicht kannst du was zum Thema, also Algorithmus bedeutet ja im Sinne von, ihr bewertet im Prinzip, wenn ich jetzt irgendwas, einen Post irgendwie, also einen Bericht quasi schreibe, dann guckt ihr im Prinzip, wo spiele ich den aus, dass die Leute den sehen. Richtig? Habe ich das so? Ja, vielleicht das Beispiel, was auch interessant ist für viele Mitglieder, wie findet mich ein Recruiter? Ja. Und der findet dich am wenigsten über deinen Jobtitel, weil die sind tatsächlich sehr speziell manchmal. Und so ein Recruiter, wenn er nach einem digitalen Marketing-Spezialisten sucht, der gibt schon irgendwie 10 Jobtitel ein. Aber das Wichtigste sind eigentlich die Skills, die du in der Jobbeschreibung, in der Aufgabenbeschreibung hast. Ja, okay. Da funktioniert der Algorithmus und suchst du die Keywords raus. Und eben auch, ob du deine Skills bestätigt bekommen hast. Und tatsächlich ist es so, das ist auch kein Geheimnis, je mehr Menschen deine Skills bestätigen, desto höher wirst du gerankt in der Suche bei Recruitern. Gut. Aber ich will jetzt gar keinen neuen Job, ich will ja Kunden. Ja? Mhm. So, und ich poste halt natürlich Sachen, wo ich sage, das ist interessant vielleicht für Leute, dass die meine Beiträge sehen. Irgendwie, wie wird da gerankt? Kannst du das, darfst du das verraten? Gibt es da? Also da gibt es ein paar Tricks. Tricks, die wahrscheinlich auch keine Tricks sind. Jetzt hier nicht weiter, wie kannst du das sagen? Ja. Also bitte benutze Hashtags, ja. Das tatsächlich auch, schau, welche Hashtags genau wie bei Twitter gerade trenden und ob das zu deinem Thema passt. Natürlich Menschen taggen, die du adressieren möchtest, die unbedingt deinen Beitrag auch lesen sollen, weil deren Community dann auch deinen Beitrag sieht. Gibt es da Grenzen nach oben? Ich habe jetzt mal gehört, man soll nicht mehr als 3 Leute und 5 Hashtags, stimmt das? Also ja, da kannst du immer von dir ausgehen. Also du wirst jetzt vom Algorithmus deswegen nicht bestraft, aber die Hashtags werden natürlich dann, so wirst du schon ein bisschen bestraft, also unterschiedlich gewichtet. Wenn du 20 benutzt, dann bekommt jeder Hashtag halt nur ein paar Prozent ab. Darauf würde ich schon achten. Und dann, ja, also wenn ich bei einem Instagram-Post 20 Hashtags sehe, das ist tatsächlich etwas, was nicht so gut mit mir resoniert. Also einfach optisch, inhaltlich. Deswegen ja, es gibt eine begrenzte Anzahl, es gibt aber keine Faustregel, nicht mehr als 3 Hashtags oder so. Ja. Ich finde gerade bei Leuten, also wenn ich auf einer Veranstaltung bin und sage, ja, keine Ahnung, ich mache immer so mit dabei, Doppelpunkt, und dann, und dann liste ich halt einfach dann die Leute, die halt die dabei waren und den LinkedIn-Account haben, die liste ich dann im Prinzip auf. Und da merke ich schon, dass das dann besser performt, weil das natürlich dann in die Netzwerke der anderen dann irgendwie dann übernommen wird. Ne? Genau. Genau. Und bei Artikeln, also jetzt, bei längeren Formaten, würde ich eher auf Hashtags setzen. Ja. Die werden dann genauso durchsucht, sozusagen. Aha, schon wieder was gelernt. Ja. Was ist denn so bei euch in der Pipeline? Was ist denn so das nächste große Ding, was jetzt noch kommt? Ich sag mal Learning. Habt ihr irgendwas, was irgendwie so trendy ist? Du meinst an neuen Positionen? Funktion, ja genau, wie sieht die Zukunft aus? Ja, wie erreicht ihr eure Vision? Ja, tatsächlich, also natürlich schwer jetzt in dem Umfeld darüber zu reden. Ich kann dir aber mein persönliches Feature, mein Lieblingsfeature sagen, was auch relativ frisch ist und noch, was wir gerade auch populärer machen möchten, ist unser Karriere-Tipps und Mentoring. Das ist ein On-Plattform-Mentoring-Programm. Wahrscheinlich bist du auch zum Beispiel, also es gibt eine Selektion von Mitgliedern, die als Mentoren eingeladen wurden, am Programm teilzunehmen. Und es gibt eben auch, also jedes Mitglied kann als Coach, als Mentee sich eben dann auch, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, kann sich als Mentee eben auch zur Verfügung stellen und sagen, ich hätte wirklich gern zu einem Thema, bräuchte ich einen Experten, der mich unterstützt. Ja. Also nicht klassisches Langzeit-Coaching, sondern eher Neuen München, das ist der Klassiker, ich werde dazu oft angeschrieben, Neuen München, interessiert an der Branche, hast du einen Kontakt, einen Tipp für mich? Mhm. Und dann hast du tatsächlich bei einer Kaffeepause, so ist die Idee, 5 Minuten, das ist der Zeitaufwand für dich als Mentor, die Möglichkeit, diesem Mitglied zu helfen. Ja, okay. Und das ist ein eigenes Feature, zu dem du bestimmt auch freigeschaltet wurdest.
Und wo finde ich denn das? Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Direkt unter deinem Profilfoto. Genau. Vielleicht hast du auch schon eine Anfrage bekommen. Du kannst dort aber auch die Gebiete, zu denen du angesprochen werden möchtest, die Fachbereiche angeben. Also es bringt es nichts, mich zum Thema Logistik anzuschreiben. Ja. Darüber weiß ich nicht viel. Und genau, das ist das ist vielleicht auch, weil es diesen Give-and-Take-Gedanken eben so klasse auch einfach zeigt, den wir auf der Plattform etablieren wollen. Und gerade unseren jungen Young Professionals, denen wir dieses Feature zeigen, dann auch in Fokusgruppen, sind total begeistert und möchten das auch einfach weiter in die Welt tragen. Ja. Cool. Wenn ich jetzt neu starte, also Max fängt jetzt ja gleich natürlich direkt auf der Heimfahrt nach Mainz an, ne, und macht sein Profil. Gibt es da irgendwie so Tutorials oder irgendwas, die ihr bereitstellt? Wie finde ich die? Genau, es gibt sogenannte Rock Your Profile Sessions, die dich wirklich von Schritt 0 bis 10 durchführen im Programm. Tatsächlich im Help Center, wobei LinkedIn, Profil anlegen, googeln und dann kommst du auf das richtige Video. Ja, cool. Ja, ich war mal irgendwo, ich glaube, das war irgendwie auf der South By, da gab es dann so ein ganzes LinkedIn-Haus, wo man dann halt wirklich komplett Stationen, wo das Foto richtig gemacht und so. Da wurde man durchgeführt. Gibt es sowas hier auch in Deutschland? Auf Veranstaltungen, auf dem Brigitte-Symposium, auf der Demexco, auf der CMCX hatten wir genau das ähnliches Konzept mit einem Profilfotografen, Profilfotofotografen, der ganz klasse Bilder von dir gemacht hat. Cool. Genau. Gibt es ja bis zum Jahresende noch irgendwas, was wo das nochmal ist? Also eine Veranstaltung, wo ihr nochmal seid? Fällt dir da was ein spontan? Dieses Jahr nicht mehr, nee. Dann Anfang des Jahres? Ja. Gut, können wir auch in die Shownotes packen, wenn da was Neues kommt. Mhm. Time is up, würde ich sagen. Sehr cool, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du noch gerne sagen würdest, wolltest? Wir sind jetzt, fand ich, sehr schön da durchmeandert. Hast du noch was? Ich glaube, ich habe mehr ausgeplaudert, als ich eh wollte. Oh, okay, naja gut, das können wir jetzt natürlich jetzt... Scherz beiseite, nicht alles. Nee. Ich habe alles gesagt, ja. Sehr schön. Wie gesagt, nochmal, ich bin ein großer Fan, ich glaube, das hat man auch gemerkt. Habe aber auch trotzdem wieder Features kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Man muss ja auch sagen, ich glaube auch, dass man ruhig parallel mehrere Plattformen auch, glaube ich, benutzen kann. Ne? Ich glaube auch nicht, dass man so... Wir haben im Vorfeld über Gruppen gesprochen und sowas. Es gibt ja Anbieter, die haben Gruppen, es gibt aber auch Facebook-Gruppen. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man auch durchaus verschiedenen Plattformen unterwegs ist und ich glaube, da immer so best of ist. Man muss natürlich ein bisschen seine Profile parallel pflegen. Ja. Ja. Ich glaube, da ist genug Platz für verschiedenste Anbieter. Deswegen also steht nichts dem im Wege, dass ihr euer Ziel erreicht. Ja. Ja, cool. Schön, dass du da warst. Du bist mit dem Fahrrad gekommen. Das ist mal gut, wenn wir auf Tour sind mit unserem Sofa, ne? Dann musst du nicht durch die Gegend reisen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ne, alle dich sofort jetzt antriggern. Mich dürft ihr übrigens auch, auch an LinkedIn mit einem schönen Sätzchen. Und dass ihr das hier gehört habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal vielleicht auf einem Event oder so wiedersehen. Ja, bestimmt. In diesem Sinne, das war das digitale Sofa zum Thema LinkedIn, Business-Plattform. Sanina Gabbert von LinkedIn, Marketingmanagerin Dach starten, hier aus München. Schön, dass du da warst. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, auch bei LinkedIn. Ja. Liken, Applaus, gibt's, das ist mein neues. Genau, hast du schon entdeckt. Ja, das habe ich gedacht, hör mal, natürlich habe ich schon entdeckt. Ja, genau, unter das Herz könnt ihr uns geben. Genau, wenn ihr da Ideen habt, schreibt es in die Kommentare hier unten drunter. Und cool. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail mit Themen, Tipps, was auch immer. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal.